Weihnachtsmarkt 2024 in Düsseldorf wird größer. In diesem Jahr gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in der Düsseldorfer Innenstadt wieder viele Neuheiten, worauf sich Besucher freuen dürfen. Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr vom 21. November bis zum 30. Dezember statt. Alleine in der Düsseldorfer Innenstadt wird es 7 Themenmärkte geben. Der Zirkus Roncalli ist in diesem Jahr das erste Mal mit eigenen Ständen dabei. Bereits seit einigen Wochen gibt es in den Supermärkten wieder Spekulatius und Lebkuchen zu kaufen, zudem wird das Wetter immer ungemütlicher. Allmählich biegt das Jahr 2024 in den Endspurt und damit auch in die Vorweihnachtszeit ein. Für viele Schausteller und Einzelhändler geht die heiße Phase des Jahres dann erst los, denn in den kommenden Wochen startet vielerorts der Aufbau der beliebten Weihnachtsmärkte, die viele Menschen in die Innenstädte locken. So auch in Düsseldorf. Weil der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt bald beginnt, haben wir hier vorab alle Informationen zum diesjährigen Glühweinspektakel zusammengefasst. Wann findet der Weihnachtsmarkt 2024 in Düsseldorf statt? Es sind nur noch 42 Tage, bis der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt wieder losgeht, rechnete Kim Dorn, Head of Special Events bei der städtischen Veranstaltungsfirma D-Live, am Donnerstag, 10. Oktober, vor. Vom 21. November bis zum 30. Dezember wird der Weihnachtsmarkt oder genauer, die 7 innenstädtischen Weihnachtsmärkte, geöffnet haben. Am Totensonntag, 24. November, und am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, bleiben die Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt hingegen geschlossen. Düsseldorfer Weihnachtsmarkt? Von wann bis wann sind die Verkaufsstände geöffnet? Die Verkaufsstände in der Düsseldorfer City sind ab dem 21. November sonntags bis donnerstags zwischen 11 und 20 Uhr geöffnet. Freitags und samstags gibt es Glühwein und Co. zwischen 11 und 21 Uhr. Heiligabend ist bereits um 15 Uhr Schluss, bei gleichbleibendem Beginn um 11 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben die Märkte zwischen 14 und 20 Uhr auf. Wie viele Weihnachtsmärkte gibt es in der Düsseldorfer Innenstadt? Alleine in der Düsseldorfer Innenstadt wird es 2024 7 Themenmärkte geben. Diese Verteilung der Märkte mit den unterschiedlichen Themen und Ständen hat sich in den vergangenen Jahren bewährt, erklärt Kim Dorn von D-Live. Die Themenmärkte im Überblick: Handwerkermarkt auf dem Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus. Altstadtmarkt an der Flingerstraße. Kühlichtermarkt auf der Königsallee. Märchenmarkt auf dem Schadowplatz. Schadowmarkt auf der Schadowstraße. Kühlbogenmarkt rund um das gesamte Gebäude inklusive Jan Wellem sowie Gustav-Gründgens Platz. Roncalles Weihnachtspromenade oberhalb der Kasematten. Vor allem an der Schadowstraße und am Kühlbogen wird es in diesem Jahr organisatorische Neuerungen geben, berichtet Kim Dorn. Rund um den Kühlbogen werden wir den dortigen Themenmarkt das erste Mal komplett umschließen. Der Kühlbogenmarkt wird zudem auf den kompletten Platz und bis zum Gustav-Gründgens-Platz erweitert. Eine weitere Besonderheit gibt es am Schadowplatz. Eine Eisskulptur, die in der Mitte platziert und durch Wärmepumpentechnologie betrieben wird, soll für ganz besonderes Weihnachtsambiente sorgen. Außerdem erzeugt die Wärmepumpe Wärme, mit der die Hütten vor Ort geheizt werden können. Damit wollen wir neue Akzente setzen. Für den Schadowmarkt halten die Organisatoren und die Stadt an den Umleitungen für Radfahrende fest, die im vergangenen Jahr erstmals eingerichtet wurden. In der Vergangenheit kam es dort immer wieder zu Konflikten zwischen Weihnachtsmarktbesuchern und Radfahrenden. Die Umleitungen haben sich jedoch bewährt, fügt Kim Dorn an. Zudem können die Verkaufshütten auf der Schadowstraße so um 180 Grad Richtung Fußgängerzone gedreht werden.
Zudem sind aufgrund des Weihnachtsmarktes weitere Umleitungen für den Radverkehr geplant. Eine Umleitung startet am Knotenpunkt an der Hahn-Jakobi-Straße. Der Radverkehr wird dort nördlich in die Jakobi-Straße umgeleitet. Höhe des Kühlbogen 2 wird der Radverkehr Richtung Norden umgeleitet. Über die Jägerhofallee im Hofgarten führt der Radverkehr dann in Richtung Jakobi-Straße. Welche Neuerungen und Highlights gibt es in diesem Jahr? Neben der Eisskulptur am Schadowplatz ist der Roncalli-Weihnachtsmarkt oberhalb der Kasematten die wohl größte Neuerung und gleichzeitig eines der größten Highlights auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt 2024. Das Zirkustheater Roncalli feiert in diesem Jahr mit 30 eigens entworfenen Verkaufshäuschen aus Glas sein Debüt auf dem Weihnachtsmarkt. Die Verkaufsstände von Roncalli werden zwischen dem Burgplatz und dem alten Hafen in der Düsseldorfer Altstadt errichtet. Durch die Glashäuschen können Weihnachtsmarktbesucher direkt auf den Rhein schauen. Damit soll eine romantische Weihnachtsatmosphäre am Rheinufer geschaffen werden, hoffen die Organisatoren. Auch das Riesenrad am Burgplatz ist in diesem Jahr wieder dabei. Die DEG Winterwelt inklusive Fischen, Alm und Eisbahn auf dem Corneliusplatz ist ebenfalls wieder mit von der Partie. Wie viele Verkaufsstände wird es insgesamt auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt geben? In diesem Jahr wird es auf den 7 Themenmärkten des Düsseldorfer Weihnachtsmarktes insgesamt knapp über 140 Stände geben, berichtet Kim Dorn von DLive. Das sind 30% mehr Hütten als im Vorjahr. Weitere Informationen zum Programm auf dem Weihnachtsmarkt sollen zeitnah bekannt gegeben werden, kündigt die Vertreterin von DLive an. Für ehrenamtlich engagierte Personen wird es außerdem einen Stand mitten auf dem Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus geben. Dieser Stand ist zum ersten Mal auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt dabei. Los geht es dort am 30. November. Damit wollen wir uns auch bei den Menschen bedanken, die ehrenamtliches Engagement gezeigt haben, erklärt Oberbürgermeister Stefan Keller. Gibt es auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt Mehrwegbesteck? Ja. In Düsseldorf gilt auf den 7 Themenmärkten auch in diesem Jahr wieder eine einheitliche Mehrwegpflicht für alle Gastronomen. Speisen dürfen nur noch in Mehrweg oder minimaler Umverpackung angeboten werden, kündigt Stadttochter DLive an. Dazu zählen Papiertüten für Pommes, gebrannte Mandeln und Co. Das ausgegebene Besteck kann anschließend an allen Essensständen wieder zurückgegeben werden, teilt DLive weiter mit. Gibt es verkaufsoffene Sonntage in der Weihnachtszeit? Mit besonderem Andrang darf an den 2 verkaufsoffenen Sonntagen gerechnet werden, wenn gleichzeitig die Weihnachtsmärkte stattfinden. Die verkaufsoffenen Sonntage sind am 1. und am 8. Dezember angesetzt. Dabei gilt zu beachten, dass der erste Termin für die Stadtmitte, Alt- und Karlstadt gilt, der zweite Termin für Benrath, Oberkassel, Kaiserswerth, Iller und Pempelfort. Oberbürgermeister Stefan Keller sieht die Weihnachtsmärkte daher auch als Frequenzbringer für die Einzelhändler. Von wem wird der Weihnachtsmarkt 2024 Düsseldorf organisiert? Mittlerweile wird der Weihnachtsmarkt von der Stadttochter DLive verantwortet. Das Konzept dahinter, der Weihnachtsmarkt im Innenstadtbereich soll mehr als nur ein Weihnachtsmarkt sein. Verschiedene Themenmärkte, die sich aneinanderreihen, formen die Düsseldorfer Innenstadt in einer Weihnachtscity, meldet DLive. Und tatsächlich ist das Angebot allein in der Innenstadt beachtlich. 11 Locations gibt es zwischen Rhein- und Schadowstraße und die sind so gelegt, dass ein fast nahtloses Wandern von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt ermöglicht wird. Gibt es weitere Weihnachtsmärkte in Düsseldorf? Ja. Von diesen innerstädtischen Weihnachtsmärkten abgesehen, werden aber auch in den Vierteln wieder Buden aufgebaut, Krapfen gebacken und Kirschbiere gezapft. So etwa traditionell vor den Bilke-Arkaden, auf der Nordstraße in Derendorf und vor dem guten alten Schloss Benrath.
Welche Weihnachtsevents wird es in Düsseldorf noch geben? Unabhängig von den Weihnachtsmärkten wird es dieses Jahr auch wieder einen Weihnachtszirkus geben. Der gastiert zwischen dem 12. Dezember und 5. Januar auf dem Staufenplatz. Dort werden 30 Artisten aus 12 Ländern ein Showfeuerwerk abbrennen. Über 1000 Sitzplätze bieten dabei genug Platz für die ganze Familie. Es darf sich bereits gefreut werden. Auch dort wird es einige Buden geben. Düsseldorfer Weihnachtsmarkt. Wie viele Besucher kamen 2023 in die Landeshauptstadt? Die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf erfreuen sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Zahlreiche Gäste strömen in der Vorweihnachtszeit aus dem Umland, Westfalen und den Niederlanden in die Landeshauptstadt. 2023 wurden knapp 6 Millionen Besucher gezählt. Allerdings gab es da auch noch das WDR-Weihnachtswunder, das 2024 in Paderborn passieren soll und im vergangenen Jahr viele Besucher nach Düsseldorf locken konnte. Auf ähnliche Zahlen hofft man auch in diesem Jahr, denn immerhin sei der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt aus Sicht von Ob Stefan Keller von zentraler Bedeutung und ein Aushängeschild für die Stadt, das als absoluter Touristenmagnet auch viele Menschen aus dem benachbarten Ausland anzieht. To the world the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing.